das Jakob Kaiserhaus. Hier sind die Bundestagsverwaltung sowie Büros mit den Abgeordneten und Fraktionen untergebracht. Im Neubau wurden verschiedene alte und im Denkmalschutz stehende Gebäude integriert, unter anderem auch das Gebäude am Anfang der Front des ehemaligen Präsidenten. Das war der Wohnsitz des Reichstagspräsidenten. Nach dem Reichstagsbrand 1933 nahm das Gebäude im Parlament künftig auf. Es wurde für die Parlamentarische Gesellschaft